Im Showgeschäft, meine Damen und Herren, über Jahrzehnte hinweg stets seinen Vorderplatz zu behaupten, das ist eine Kunst, die nur ganz, ganz wenigen gelingt. Und eine der wenigen, die es immer wieder geschafft hat, ist Caterina Valente. Caterina, Sie haben vieles gesungen in Ihrem Leben, vieles, was man heute noch kennt und vieles, was Sie noch singen werden, wird man kennenlernen. Haben Sie schon mal Rock gesungen, so Rockmusik, wie Sie eben gehört haben? Ja, das habe ich einmal in einem Fernsehfilm und das war fabelhaft, das hat mir so viel Spaß gemacht. Ehrlich? Ja, wirklich. So richtig vorwärts und deutsch oder ja, wieder Englisch? Ja, und richtig, und das war, also ich fand's toll. Man muss doch alles machen. Ja, natürlich, klar. Der Anlass dieses Besuches in Berlin, Caterina, ist eine Großveranstaltung morgen in der Deutschlandhalle. Ja, 50 Jahre Deutschlandhalle, das gibt's nie wieder, heißt das. Und da sind so viele unwahrscheinlich liebe Kollegen dabei, wie Tamara Lund, Bibi Jones, Stephen Kimborough, Horst Jankowski natürlich und so viele. Und ich freue mich, dabei zu sein. Es wird also ein Wiedersehen nicht nur mit vielen alten Interpreten, sondern auch mit vielen alten bekannten Schlagern geben. Ja, das natürlich auch, ist ja klar. Caterina, Sie haben ja, Entschuldigung, ja. Sie haben ja ganz viele Titel von Heinz Gietz gesungen, der jetzt nicht mehr für Sie schreibt. Jetzt schreibt jemand, der gerade einen riesen, ich will nicht sagen Preis gewonnen hat, aber doch einen riesen Erfolg gehabt hat. Eine Frau für eine Frau. Ja, ich singe immer noch Heinz Gietz. Sie singen aber, immer. Ja, aber zwischendurch hat Hanne Haller eben einen neuen Titel geschrieben. Kann sie das richtig gut für Sie? Ah, sicher. Hat sie voll drauf? Ah, absolut. Sie weiß, was die Caterina singen möchte. Ich glaube schon. Ja, noch einmal auf die Deutschlandhalle zurückzukommen. Rüdiger Piesker ist für den musikalischen Rahmen verantwortlich. Diese Veranstaltung hat einen großen Nachteil. Sie ist nämlich restlos ausverkauft. Sie ist restlos ausverkauft, ja. Wir haben vielleicht noch 20 Karten übrig. Ja, aber es gibt für den Hörfunk, glaube ich, eine interessante Ansage noch. Es gibt einen versetzten Mitschnitt, wie wir das so machen. Die Caterina hat gesagt, wer alles mitwirkt, Rex Gildo hast du vergessen, glaube ich. Helmut Zacharias. Eine ganze Menge, also so viele. Ich konnte sie nicht alle auf einmal sagen, aber es ist so schön. Und das Schöne ist dabei, dass wir uns wirklich kollegenmäßig so wenig sehen und wenn wir solche Veranstaltungen haben, dann sind wir alle wieder zusammen und das ist schön. Ja, meine Damen und Herren, Sie haben einen Logenplatz, denn Sie erleben Caterina Valente jetzt live mit einem Titel. Ich glaube, da gibt es auch keinen Widerspruch. Männer brauchen Liebe. Ja, nicht nur Männer. Ich würde auch sagen, Frauen brauchen Liebe. Aber Kinder. Männer ganz besonders. Ja, oder? Vielleicht, aber ich glaube, wir alle brauchen das Liebe. Ist es. Bitte. Mama hat gesagt, als ich ein Mädchen war, es kommt irgendwann für dich ein Mann. Und denk auch mal an dich. Leb auch dein Leben, doch vergiss das eine nicht. Männer brauchen Liebe, doch sie geben's nicht gern zu. Männer brauchen Liebe, ganz genau so sehr wie du. So stark. Vor mir und sah,
Katharina Valente. Danke. Danke schön. Ich auch. Vielen Dank, Katharina Valente. Ja, meine Damen und Herren, das war's. Es war die Sonnabendschau aus der Berliner City. Nicht nur mit Katharina Valente, sondern hoffentlich mit vielen Mitbürgern und Mitbürgern, die sie, da bin ich, oh schön, die drei ist es, ne, man kann sich immer irren, mit vielen Mitbürgern und Mitbürgern, die sie nicht kennen, vielleicht aber auch gekannt haben. Auf jeden Fall war es ihre Sendung. Ja, wir sehen uns wieder in einer Woche, gleiche Stelle, gleiche Welle hier am Kurfürstendamm. Bis dahin, tschüss, auf Wiedersehen. Applaus